Wir haben Mittwoch, den 17. April. Viele feiern deshalb bereits unter der Woche, und zwar das Bergfest. Denn die Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft. Ja, und wir haben heute wieder die Nachrichten aus der Region für Sie. Und damit herzlich willkommen zu Ihrem Journal von regio.tv Schwaben. Autofahrer in Ulm, aufgepasst! In den Bereichen Ehinger Tor, Bismarckring und Wagnerstraße wird es in Zukunft Änderungen in der Verkehrsführung geben. Grund dafür sind Umbauten wegen der Landesgartenschau. Das bedeutet auch, dass rund 190 Parkplätze in Ulm wegfallen werden. Die Lokalagenda Ulm plant deshalb ein neues Parkdeck, das über der B10 entstehen soll. 3-0 beim Oberligisten SSV Reutlingen. Der VfR Aalen zieht souverän ins Halbfinale des WFV-Pokals ein. Auch für den SSV Ulm Fußball stand gestern das Viertelfinale im WFV-Pokal an. Eines mit besonderer Vorgeschichte, denn gegen den Gegner, die Stuttgarter Kickers, verloren die Ulmer das Finale im Jahr 2021. Nun wollen die Spatzen ihre Revanche. Ich finde, wir hatten schon lange keine Bauernregel mehr, deshalb habe ich eine für den April so ganz allgemein mitgebracht. Die lautet: Wenn der April Spektakel macht, gibt's Korn und Heu in voller Pracht. Also so wie es draußen zugeht, müssten die Speicher in diesem Jahr alle voll sein. Hier sind die Aussichten für die kommenden Tage. Mit diesen Wetteraussichten darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Schalten Sie aber bitte nicht ab, denn im Anschluss haben wir eine neue Folge IHK-TV für Sie. Heute stellen wir uns die Fragen: Wie gelingt es, dass Jugendliche ihre individuellen Talente erkennen und den zu diesen passenden Beruf finden? Und was können Unternehmen tun, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt zu schließen? Die Antworten gibt's gleich, und ich sage wie immer Tschüss und Ade.